Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 Scholar of the Fürstin. Weiter geht es. Soundcheck, würde ich erstmal sagen. Ich weiß übrigens, was ich mit den nächsten Seen, die ich habe. Die ich zurzeit habe, machen werde. Pfeile kaufen. Aber welche? Ich hole mir erstmal ein paar, ich würde sagen, Feuerpfeile. Ein paar. Die reichen für 200 Stück, die ich von denen, die ich habe. Eine Chance haben die nicht. Ah! So, nerv dich. War ich aus? Haben die den gleichen Zauberstab wie ich? Ich hole die mir jetzt schon mal runter, denn sonst kommen, werden die mir folgen. Das sollen sie nicht unbedingt. Kaufen. Pfeile. So, jetzt habe ich erstmal eine Anzahl von Pfeilen. Als nächstes werde ich mir Giftpfeile holen. So. In diesem Bad wird es auf jeden Fall wieder ein Bosskampf kommen. Nach langer Zeit mal wieder. Stirb! Und weg ist er! So! Oh, jetzt kommt er direkt an. Und weg ist er. Der hat sich aber schnell wieder auf die Füße gedreht. So, jetzt zum letzten. Blöder Stuhl.
Ja, guck mal wieder nach oben. Manchmal haben die Ivy eine Macke. Hallo, Drache! Los, komm runter. Was machst du? Ja, spuck Feuer. So, einmal auf die Füße. Ne, 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 du killst mich nicht. Ja, das sollst du machen. Ja, das sollst du aber nicht machen. Ja, flambier den Boden. Das hätte ich bedenken sollen, dass er ja auch diese Feuerstrahl kann. Normalerweise habe ich gegen den überhaupt keine Probleme. Ich wollte nur die Blitzfeuer auch gegen den ausprobieren, wie viel Schaden die ihn machen. Aber nein, es... Dadurch wird das natürlich nur zum Nachteil. Nö, 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 nö. Du frisst mich nicht. So. Und weg. Haha. Das gibt mir auf jeden Fall Seelen.
So, stirb! Langsam mal. Und weg ist er. Mal gucken, ob finstere Waffe was macht. Was hergibt, meine ich. Hi! Ich komme ein bisschen näher. Au! Ja, Heilung! Ich komme zu dir! Drache! Oh, meine Seelen. Nein! Er hat mich schon wieder. Er hat mich genau dahin gefeuert, wo ich... Irgendwie ist er gerade für mich ein bisschen unnahbar. Was zur Hölle? Was mache ich da für Mist? Für ein Mist? Ich verzieh mich. Hallo, ich sehe dich durch die Wand. So. Und so. Und so. Mach, jetzt ist er sofort tot. So. Was erziehst du dich da in die Ecke? So. Der nächste, bitte. Ohne zu zielen. Und weg ist er. So, weiter geht's. Finstere Waffe war anscheinend ziemlich gut. Blitz wäre besser noch, aber das kann ich ja noch nicht.
Haha! Versohlen in den Hintern! Na, daneben! So, komm runter. Hör auf damit. Das bringt kaum was. Ich hab genug Zeit zum Ausweichen. Und weg ist er. Haha. Mann, dass ich so viele Versuche gebraucht habe. 50.000 Seelen. Und die Seele brauche ich nicht. Definitiv nicht. Heißt, ich habe noch mehr Seelen. Das ist ein Gegenstand für einen Covenant, den ich aber nicht beitreten werde. Ich brauche den nicht. Los, komm hoch! Geh schneller, geh hoch! Jetzt! Der Drache hat schon praktisch was angekündigt. Oh, man hört es! In der nächsten Gegend werde ich mich nämlich hüten, was kaputt zu machen. Ich werde mich hüten. Drachenhorst. Heißt, hier sind tausende von Drachen. Aber nicht alle, aber die wenigsten davon sind Gegner. Die Gegner sind, sitzen auf dem Boden. Bearer of the curse. Wobei das eher Würfern sind. Long have I awaited one such as you. One who might shatter the shackles of fate. One who can set me free. Bearer of the curse. It was my own manifestation that led you here. Okay. The ancient dragon has watched over the world for eons past. Ja, der wird ein bisschen hart. Do not resist. The dragon welcomes you. Oh ja. Huhu. Das wird was werden. Allerdings mit 68.000 Seelen werde ich hier bestimmt nicht rumrennen. Bestimmt nicht. Das sind ungefähr zwei Level. Zwei. Verstärken. Ich muss den hier noch ein bisschen aufhauen. I'll be around. Ja, da war ja was.
You've been well. Die hat nur begrenzte Anzahl davon. Visit me again. What? Verstärken. Du bist langsam teuer. Wo ist jetzt diese verdammte Rüstung? Hä? Wo ist sie denn? Wieso finde ich die Rüstung nicht? Ah, da ist sie ja. Ich brauche jetzt nur noch, ich brauche nur noch 5 Glitzerdichter und schon kann ich den auf Farmax bringen. I'll be around if you... Ich habe 3 fossile Drachenknochen. Wie viel brauche ich? 4. Wie viele Seelen gibt das? Aufsteigen, würde ich sagen. Nur was stecke ich? In Anpassung viel leicht. Weil die Beweglichkeit ist ja auch noch nicht gerade das Beste. Ich würde sagen Int. Ich müsste übrigens noch 3 Punkte in Stärke investieren. Irgendwann mal. Erstmal Aldias Festung. Denn da habe ich jetzt noch was zu erledigen. Mir nämlich einen Händler freischalten. So. Yeah, good. Oh, that is very good. Ich hab sie aber nicht getötet. Haha. Na, was hast du so zu kaufen? Der gewährt einen zusätzlichen Zauberslot? Na ja.
habe ich schon. Du hast nichts, was sie brauchen kann. Und was ich jetzt mache, ist... mich wieder menschlich machen. Jetzt wieder mehr Leben. Was sie auch noch machen sollte, ist... Wieso ist das denn noch im Gürtel? Die Feder. Auszurüsten. Damit kann ich jetzt immer wieder zurückreisen. Yay! Wie sind eigentlich meine Statistiken? 30 in 26 Wille. Mhm. Hole ich mir eigentlich den Hut? Den alten, diesen einen da. Eine Sache ist ja interessant für das New Game Plus vielleicht, dass ich da einen anderen Hut anwende. Also... ja, mach mal Jula, würde ich sagen. Frage funktioniert. Ich will mal was ausprobieren. Ich habe noch zwei Schollen. Mhm. Das sieht aus. Was brauchen die eigentlich für Werte, um... Kann man die dual-wielden? Geht das? Was brauchen die? 20-20, also 30-30. Also, noch 4 Level in Wille. Und ich kann die dual-wielden vielleicht. Mit Betonung auf vielleicht. Apropos Zaubereinstimmung, was kann ich denn mit 30 jetzt anstellen? Noch nichts ungefähr. Nachklingende Waffe hört sich interessant an. Ach so, Finsterwaffe habe ich ja behalten, stimmt ja. Hä? Wieso kann ich die nicht anwenden? Hexereien! Und wieso kann ich dann das nicht verwenden? Achso,
Mir ist nicht aufgefallen, dass ich den anderen Zauberstab in der Hand hatte. Ich prob... Die 1-2000 Seele kann ich ja mal... benutzen. Wie viel verbraucht die denn? An Seelen. 2000. Okay. Also eigentlich nicht so ganz großer Preis. So. Auf jeden Fall hört sich die nachklingende Waffe richtig gut an. Nicht von Sound her, sondern wie viel Schaden das macht, weiß ich nicht. Aber das wird schon was Ordentliches sein. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.